Dein Holz reißt beim Sägen mit der Stichsäge aus? Das muss nicht sein. Die Lösung? Diese Vorrichtung. Du brauchst ein Stück Plexiglas, so groß, dass deine Stichsäge anschließend darauf sitzen kann. Als erstes zeichnest du die Außenlinien deiner Stichsäge nach, sowie die Stellen, wo das Sägeblatt sitzt. Jetzt markierst du dir, wo deine Befestigung sitzen könnte, also die Schrauben, die das Plexiglas mit der Stichsäge verbinden. Keine Sorge, das sieht komplizierter aus, als es ist. Als nächstes einmal alle kleinen Löcher für die Schrauben und das große Loch fürs Sägeblatt bohren. Dann die Platte festspannen und mit der Stichsäge kurz einsägen. Jetzt kannst du deine Vorrichtung zusammenbauen. Ich verwende hier Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben, um die Stichsäge fest zu fixieren. Fertig ist deine Vorrichtung. Jetzt kannst du ausrissfrei sägen. Perfekt, oder? Folg mir gerne für mehr Tipps und Tricks.